So, da sind wir wieder zurück bei Minecraft Vanilla, hier am Puddeln, am unserem Haus, Keller reinbauen, zum einzigen Sinn und Zweck, dass wir die Cobbles haben. Ich habe jetzt schon ein paar Stacks, ich denke, ich gehe dann nachher mal wieder zurück in den Nether, mit 3, 6, 9, 10, ja, 9, ja, etwa 12 Stacks habe ich, glaube ich, da so geschätzt, dann, ja. Komme ich da schon mal ein bisschen weiter mit meiner Brücke und dann mal sehen, wie weit das Studi noch kommt. Ich glaube, der hat auch schon ein paar Cobbles gesammelt. Ist da oben? Ich weiß nicht, das habe ich auch schon gefragt. Ich glaube, das ist unsere. Was ist das? Ist das was? Ah. Da kommt die Redstone-Schaltung. Irgendwo ganz hinten. Aha. Oh, da ist noch alles leer. Okay. Also von der Tür oder wie? Keine Ahnung. Ah, das ist da, wo die Höhle anfängt. Hier kann man raus. Hier kann man nochmal runter. Hier siehst du einfach die. Haus von unten. Ja, das ist so, wenn man das Haus unterbaut. Da kann man überall das Holz, da ist überall der Boden von oben. So, danke. Ich denke, ich gehe ich mal wieder zurück. Jo. Noch schnell da den Rest weg machen. Vorsicht, Eiergefahr. Übrigens wieder beide Kisten bis zum Rand gefüllt. Und du, Hase, bleibst bitte da oben. Gut, ich kann er. Ja, also der springt nicht irgendwo runter. Bist du sicher? Ja. Okay, wäre ich mir nicht sicher. Darüber muss ich. Die Türen gehen noch. Wir haben also nichts falsch gemacht. Lager, Mine. Da unten übrigens habe ich auch ein bisschen rausgescheffelt, also damit man sieht, dass wir das nicht gecheatet haben oder so. Sondern alles wirklich rausgebuddelt. Das sieht man auch an der Spitzhacke an, die ist auch gleich wieder weg. Ja, super. Weil viel Eisen habe ich da nicht gefunden. So. Boah, wieder überall diese Zombies. Zombieschweine. Fall runter. Gut so. Da oben ist auch einer. Ah, und der Studi, der steht jetzt, glaube ich, da. Oh. Jo. Ja. Jetzt schupfe ich da einen nach dem anderen runter. Einmal. Was? Runter. Zweimal. Nein, nicht weglaufen. Du springst auch noch runter. Ah. Egal. Ah, oh, schon wieder ein Stack weg. Wieso so machen wir das? Wie? Ja. So, restore. Oh, Hunger habe ich auch schon wieder. Hier oben ist der Kleine, warte, ich werfe zu dir nach unten. Was zu mir? Du musst da. Du musst niemanden zu mir werfen. Der stirbt sowieso. Ja, die Frage ist, was wir das hier machen? Wie, wo machen? Ja, willst du das so hier oben, bis hier oben offen lassen? Nö. Kann man einfach zumachen. Da. Nicht? Oder da? Oder vielleicht sogar nur da. Einfach nicht runterfallen.
Wenn wir dann Eisen haben, können wir noch Eisenfenster reinmachen. Aber ja, Eisen haben wir ja nicht. Oh, diese Pigment-Zombies, ey. Katastrophe. So. Oh. Und wieder ins Deck weg. Das ist jetzt. Nee, eine Spitzhacke kann ich noch machen, aber ich glaube, da muss ich dann wirklich mal Eisen. Müssen wir dann wirklich mal Eisen holen, weil. Ich habe noch genau 3 Eisenbahnen in der Kiste, sind glaube ich noch 12 oder so. Ich habe immer noch die gleiche. Boah, es geht nicht mehr lange und dann schlag ich so ein Scheißviech. Und zwar mit voller Absicht. Na, ah, die kommen. Die kommen voll bewusst hier hoch. Ja, bei mir auch. Bei mir ist ja die Wand, ist ja nur eins. Der eine ist die ganze Treppe hochgerannt und dann genau vor mir stehen geblieben. Ja, ich mach das mit Absicht. Aber zuerst dachte ich, dass er mich angreifen will. Weil er rannte wirklich so zielsicher auf mich los. Ja, die Kleinen, die rennen immer. Autsch. Wovor ich am meisten Angst habe, ist, dass wenn mal der Sprint, die Shift-Taste kurz ausfällt und ich am Rand stehe. Das ist die größte Angst aller Minecraft-Spieler. Vor allem, ich stehe hier direkt bei der Lava. Ja. Darum vorhin, als ich die Brücke gebaut habe, das ist auch ziemlich gefährlich da in der Luft mit einer Brücke, die gerade mal ein Block breit ist. Und, ja, wäre auch nicht so toll, wenn da plötzlich mal die Shift-Taste ausfällt. Mit dem Arsch so gegen die Lava und dann. Ciao, Lava! Ah, jetzt kommt hier so ein Ghast. So ein Scheißviech. Oh, bin schon recht weit oben. Und wieder ins Deck weg. Oh. Ja, jetzt höre ich auch einen Cast. Ich höre sogar 2. Ah, super. Da mache ich jetzt so. Ah, da unten ist er. Unten? Du bist schon höher, ja. als der Gast. Oh. Aber der lebt nicht mehr. Gut, so. Hab's genau gehört. Und zwar okay. Gut. Ja, jetzt habe ich da mal ein bisschen Dach geschaffen und das wird natürlich auch noch verschönert hier, weil da noch so hässlicher Netherstein hervorkommt. So, und da
auch noch ein bisschen schöner machen. Oh, da hat es noch Nether Quartz, das müsste man eigentlich abbauen. Es gibt noch XP. Ansonsten denke ich, ja, könnte der Cobblestone reichen, bis hier mal die Brücke fertig ist. Und dann wird eh nur noch abgebaut. Ja, zwar die Pfeiler fehlen dann noch und für die Fenster kommen dann Löcher rein. Aber das Hauptdingens haben wir hier ja jetzt. Hast du auch noch Cobbles? Nein. Was? Schon wieder alles aufgebraucht? Ja. Eieiei. Und jetzt muss ich da in die Ecke. Wow, hier lebt man auch gefährlich. Wenn dein Gas drum schießt sowieso. Wo bist du? Autsch! So, jetzt muss ich nicht mehr hoch vielleicht. Hier fehlt auch noch... Was? Runtergefallen? Mhm. Ich sah nur so einen Namen nach unten fallen. Ja, jetzt kommen die Pigments einfach von oben, oder? Jetzt, wo wir sie von unten nicht mehr auf die Brücke kommen. Ja, ist ja klar. Nein, schon wieder ein Stack weg. Dachfenster könnte man auch noch reinmachen, glaube ich. Ja, zwar Glas kann ja vom Gast zerstört werden. Was ich vielleicht noch machen würde, ist vielleicht noch so. Hm? Ja, die Fenster. Aha. Ja, das ist alles nachher so. Verschönerungszeugs. Das kommt dann alles noch. Ja, von den Treppen haben wir ja genug. Haben wir genug Treppen? Okay. Da oben hat sie ja noch irgendwie 5, 6. Okay, gut. Dann kann man das natürlich machen. Schon wieder ein Stack weg. Eieiei. Ups. So. Dann würde ich mal sagen, ist hier Folgenende. Ich glaube, wir sind... Oh, scheiße, die hat schon wieder Überzeit. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Minecraft Vanilla hier im Nether. Und ja, mal sehen, wie es hier weitergeht. Mal sehen, wie es dann von außen aussieht. Bisher ist es einfach ein riesen Steinblock. Aber ja, Minecraft, ne. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Thank you.